Guten Morgen miteinander, alle zusammen. Jemand ist schon da. Zwei? Nein, jemand. Guten Morgen. Salut miteinander. Lassen wir schnell einen Kaffee raus. Der muss sein. Kaffee muss sein. Guten Morgen, guten Tag miteinander. Kommt das jemand da? Machen wir Ciabatta, Rüebli Ciabatta. Es ist 58, wir sind noch etwas zu früh. Wir noch etwas warten. Wir noch etwas dumm schneiden. Guten Tag, Shanti. So, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr den Geräusch hinten dran hört, bevor ich völlig panisch durchs Haus gelaufen, irgendwo dämpft etwas oder etwas läuft. Nein, in meinem Dorf wird nur, also ich glaube, das wird in der ganzen Schweiz so gemacht mittlerweile, mit Bitumen die Löcher geflickt oder die Risse. Also, wenn es dann wieder so ein schöner Sommer ist wie da, ja. Hast du mit den Zichen so drei Schuhe geil, aber ich glaube nicht, dass das richtig geflickt ist. So, sind wir heute noch etwas mehr als drei oder sind wir nur drei? Dann machen wir es zu dritten. Ich habe mir übrigens übelst den Daumen verbrannt, wenn ich da euch letzte gezeigt habe, wie man den Rüebli-Brei kocht. Ich bin immer noch schwerst verletzt. So, was brauchen wir heute? Heute brauchen wir eine Teigmaschine. Wenn ihr keine Teigmaschine habt, wird es heute relativ schwer. Ihr habt im Vorfeld Rüebli-Brei gekocht. In meinem Rezept komme ich nachher nochmal drauf. Gehe ich nachher drauf ein, schreibe ich 200 Gramm Rüebli-Brei. Wir brauchen nicht den ganzen Rüebli-Brei für das Rezept. Es ist unmöglich. Ich zeige euch das nachher Step by Step. Darum ist es halt auch schon noch wichtig bei meinem Rezept, dass man auch das Video schaut oder eben die Tipps, die ich gebe. Und es wird in Zukunft höchstwahrscheinlich den Rahmen sprengen, auf jede Frage einzugehen, die ich hier in den Live-Videos schon abdecke. Also ich werde vermehrt verlinken auf die Video, dass ihr euch selber einlesen, weil ich habe so viele Anfragen und so viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich will nichts anderes, wir machen den ganzen Tag. Aber einfach, das sind halt Evelyn-Rezepte. Und da geht es ja ums Miteinander eigentlich. Da geht es nicht darum, dass ich ein Rezeptbuch veröffentliche. Wäre natürlich hure geil. Und ihr die Rezepte einfach doppelt sicher könnt nachkochen. Da geht es schon ein bisschen um Tiefgründiger. Also da muss man mehr zuhören. Sonst kommt es vielleicht nicht so gut. Außer ihr seid wahnsinnig kreativ oder wahnsinnig gut im Backen. Was ich natürlich an diesen Bildern, die ich gesehen habe, auch so ist. Mir ist klar, dass ich das Rezept wahnsinnig viel verschicke und die Ausbeute, obwohl beim Toastbrot und bei den Schokobrot enorm war, relativ klein ist. Viele verlangen auch ein Rezept am Backen. Probiere es vielleicht gar nicht aus. Viele Leute haben auch Kochbücher daheim und kochen nicht. Dem kann ich nur entgegensteuern, dass ich sage, probiert es, wenn ihr so ein Produkt von mir bestellt, so ein Rezept, probiert doch das wirklich gerade innerhalb von Wochenfrist, ausser ihr seid in den Ferien oder so. Ich weiss schon, es gibt viele Entschuldigungen, aber probiert doch das gerade aus. Weil meistens ist es dann auch saisonal. Also es macht durchaus Sinn,
die Sachen dann auszuprobieren, weil vielleicht dann man eine Zutat besonders gut bekommt. Wieso habe ich heute Rüebli genommen? Ich habe Rüebli genommen, weil ich finde, das Rüebli kommt ein bisschen zu kurz. Ich hätte auch Kürbis nehmen können. Weil das Lässige ist, also so ein Püree, also ein Brot, wie wir heute machen, das ist mit jedem Gemüse möglich. Also das muss man nicht mit Rüebli machen. Ich finde einfach, das Rüebli geht aktuell unter dem Kürbis ein bisschen unter. Man sieht überall Kürbissuppe und ich bin Aargauerin und ich bin Rüebli-Fan und darum machen wir das heute mit Rüebli. So. Ich habe euch bereits den Teig vorbereitet, dass ich euch zeigen kann, wie man das Brot aufschafft. Ich bin erstaunt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ausser jemand nicht gefragt, was das für Mehl ist. Ich verwende, ich in meinem Rezept schreibe ich nehme Ciabatta-Mehl. Ciabatta-Mehl habe ich von der Mühle in Singen. Und ist ein Weizenmehl, also ihr könnt ein normales Mehl nehmen, Weissmehl, Halbweissmehl, was ihr wollt, mit Roggenanteil. Und ich arbeite gerne mit dem, ich habe gute Erfahrungen mit dem. Ist kein Dinkel, es werden ganz viele Fragen kommen, kannst du es auch mit Dinkel machen, selbstverständlich, du kannst alles machen. Die Frage ist einfach, bringst du es du hin, kannst du mit Dinkel arbeiten, muss man mit einem Brühstück arbeiten. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit beim Dinkel. Ihr könnt das auch dünkler machen, das ist einfach ganz ein anderes Brot. Wichtig ist, ich gebe an eine Wassermenge. Und hier bei der Wassermenge müsst ihr aufpassen. Das ist ein extrem flüssiger Teig. Und tut hier nicht einfach von Anfang an alles reingutschen, sondern schaut ein bisschen, wie viel Wasser euch ein Mehl aufnimmt. Sonst habt ihr eine Suppe. Weil der Teig ist sehr, sehr weich. Also, was wir heute machen, ist relativ anspruchsvoll in der Verarbeitung. Nicht im Teigen oder sonst im Machen. Aber es ist ein sehr, sehr flüssiger Teig. Das hat nachher ein sehr, sehr bekömmliches, gutes Brot geben. Aber es ist nicht ganz einfach in der Handhabung. Es ist relativ schwierig. Gerade wenn wir noch zusätzlich Öl reintun und noch zusätzlich den Rüebli-Brei reintun. Den Rüebli-Brei habe ich relativ, ich kann euch das zeigen, also wirklich so wie Kinderbrei. Ich habe wirklich einfach nur Rüebli püriert. Weich gekocht, püriert, minimal Wasser, oder? Das, was einfach an der Rüebli noch war, ist, dass ich das abgeschüttet habe. Nachher habe ich das abgeschüttete Wasser wieder braucht, dass ich sie die Konsistenz gebraucht habe. Ich habe einen Tropfen Rapsöl drin, da habe ich bei der Babybrei schon immer so gemacht. Und das ist nur gewürzt mit Curry. Das ist aber nicht dominant. Einfach 2-3 Prise Curry dazu, dann pürieren. Ich habe Rüebli sehr, sehr gerne mit dem Curry. So, also. Jetzt müssen wir da schnell schauen, dass wir rüberkommen können. Jetzt müssen wir das ein bisschen schärteil stellen. Seht man das? Schüssel sieht man, hä? Also, ich gebe das Mehl dazu. Ich gebe die Hefe dazu. Gebe Salz dazu. Und ich fange mal an. Mit der Hälfte vom Wasser. Ah, ist ein bisschen mehr, ist 2/3. Okay? Können wir gut noch etwas mehr Wasser dazugeben. So, ich tue alles rein. Also mein Mehl mag alles schlucken. Wenn ihr Fragen habt, fragen wir, weil das heute relativ anspruchsvoll ist.
Nachher, also ach, dort so. Wow. Nachher dann kommt das Öl dazu. Und jetzt nochmal. Ich habe im Rezept 200 Gramm Rüeblibrei. Das Teigli mag nicht 200 Gramm Rüeblibrei. Ich habe sogar noch einen Plastiklöffel genommen, dass es einfach mehr nach Kind aussieht. Schlücken. He? Ihr tut langsam. Rein. In meinem Teig heute am Morgen habe ich rund die Hälfte von so einem Gläschen, also rund 100 Gramm, gut reingebracht. He? Das ist auch jetzt der Fall. Aber es macht kein Mensch 100 Gramm Rüeblibrei. Also ich habe natürlich mehr gemacht und die Gläschen gerade ich auch hier runter. Schnell im Steamer, 30 Minuten, noch bei 90 Grad gesteimert. Und dann ist das. Habe ich gerade für die nächsten paar Monate. Oder mal für ein Rüebli-Pesto. Oder für was ihr es dann auch brauchen, wenn ein Neugeborenes auf den Besuch kommt, dann der Rüebli-Brei. Also, jetzt sieht das so aus. Sehen wir das? Recht schlartig. He? Jetzt denken wir da sicher auch wieder 8 Minuten. Ich würde sagen, sicher 8 Minuten. Und dürfen ruhig mal aufs Eis gut tun. Jetzt bin ich zu hoch oben. So besser. Jetzt wird es immer höher, jetzt kippt es. Auch hier abputzen in der Hälfte. Dass alles schön drunter kommt, dass es gut geteigert ist und genug lang teigen. Nicht erschlagen teigen, aber genug lang teigen. Nachher ist es von Vorteil, wenn ihr eine Gratin-Form nehmt. Nachher haben wir eine Gratin-Form. Eine Gratin-Form. Geht natürlich auch keine Grundstahl. Und dann nehmt ihr euch ein Öl, das ihr habt. Ich habe gerade gestern ein wunderschönes, perfektes Öl von meiner Schwägerin bekommen. Aber einfach, dass es ein bisschen greifbar ist. Ich arbeite hier mit dem Bio-Olivenöl und mit dem griechischen von der Migro. Und jetzt tue ich, muss ich das hier wieder anders machen, dass ihr das wieder seht. Jetzt nehme ich die Gratin einfach. Ich muss immer schauen, dass ich weiss, wo ihr seid hier. Und leere hier ordentlich Olivenöl rein. Dann nehme ich den Pinsel und verteile da, dass ich ein Gespür habe, wie viel habe ich. Und ganz wichtig ist, ich tue auch den Rand mit dem Pinsel ein. Schnell ab. Sämtliche ab dem Haken gefallen. Habt ihr das gesehen? Das ist die Flüdi. Und jetzt tun wir von Vorteil hier auch ein bisschen Öl als Horn. Und dann putzen wir hier mal schön ab. Wenn ihr das nicht macht, das Öl bringt ihr nie mehr, bringt ihr nie mehr weg. Nie mehr. Nie mehr. Hier habe ich jetzt ein bisschen Öl an der Hand. Das gehe ich hier auch ab. Und hier wieder an. Guten Morgen für die, die jetzt zugeschaltet haben. Wiederhole schnell nochmal, das heute ist nicht ganz so einfach, aber machbar. Das heute ist wichtig, dass man das Video schaut,
Weil sonst habt ihr mit den Rezeptangaben ein bisschen Probleme. Ciabatta-Mehl, ein normales Weiss- oder Halbweissmehl nehmen. Geht auch Dinkel, wenn ihr geübt seid. Rüebli-Brei normal einkochen. Ich glaube, da haben jetzt alle. Und sonst schauen wir es nochmal. Rüebli-Brei nicht würzen, nicht salzen, nur ein bisschen mit Curry, weil im Teig haben wir genug Salz. Das ist eingerechnet. Der Teig, auch wenn er so Flüdi-Teig ist, ich weiss, viele arbeiten oder haben vielleicht noch gar nie so mit Flüdi-Teig geschafft, muss die gleiche Grundstruktur haben, muss gleich teigend sein. Wenn er da nicht ist, gibt es nachher kein gutes Brot. Das merkt man am backenden Brot an. Wichtig ist auch, dass die Teige gut gehen. Ihr habt jetzt die Gratinform mit Öl eingerieben. Ich lasse den Teig in einem ersten Moment, er hat ja wahnsinnig wenig Hefe, sicher anderthalb Stunden bei Wärme in der Schüssel gehen. Die Gratinform kommt erst nachher zum Tragen. Die stellen wir jetzt nochmal auf die Seite, wenn ihr aufpasst, dass nicht schon x Fleischmückli ihren Tod, also dort ihre Bahnen ziehen und dann dort sterben. Das ist jetzt etwas gruselig, wenn ihr nachher den Teig reintut. Also schaut auch dort ein auf die Hygiene. Also haben, oder wenn nur ich der einzige Mensch, der Fleischmückli hat. Oder Fruchtmückli, oder wie die Vogel heisst. Ich habe das Gefühl, ich habe zwei Bananen aktuell, ein Chili und ein Ingwer und ein Knoblauch und fühle sich heimisch für mich. Also den Teig anderthalb Stunden gehen lassen, mindestens in der Schüssel an einem warmen Ort. Ich habe ja hier meine Teigmaschine, wo ich unten ein Induktionskochfeld habe. Sonst stellen wir ihn an Boden, auf die Bodenheizung oder näher an Radiator. Oder wenn ihr eh ein warmes daheim habt, ist das kein Problem. Zugedeckt unter Folie, ganz, ganz wichtig. Ich habe hier meine Haube, dass der nicht austrocknet. Also der müsste jetzt extrem viel passieren, dass der austrocknet. Aber er kann gleich eine trockene Schicht bekommen, die nicht gut ist. So. Wie man die Struktur eines Teig anschaut, das haben wir schon mehrmals miteinander angeschaut. Bei dem hier ist jetzt eine klebrige Sache. Aber auch hier ein bisschen Öl an die Hände jetzt in diesem Fall. Und Sie, wenn ihr eine Zeitung durchlesen könnt, hat er sicher einen guten Aufbau. Ich weiss schon. Aber ich will sie nicht. Ich will sie gar nicht. So. Jetzt ist das so ein schön normaler, hell-orangiger Teig mit leichten Sprenkeldingen. Jetzt könnte man ja den Rüebli-Brei auch gröber machen. Oder man könnte den Rüebli nur raffeln. Kann man machen, ist einfach nicht mein Rezept. Ich habe gerne viel. Ich habe nicht gerne Diskussionen mit meinen Kindern, darum durieren. Wenn ihr spielen wollt, probiert das aus. Probiert das aus. Sind kreativ, sind mutig. Wenn ihr nicht mutig seid, möchtet ihr es einfach mal so in die Topi lehren. Dann kommen wir jetzt in einem nächsten Schritt dazu. Natürlich grosses Brot machen, ein grosses Ciabatta. Oder man kann kleine machen. Jetzt für den Anfang, wenn ihr noch nie mit so weichem Teig gearbeitet habt, würde ich euch empfehlen, macht einfach mal zwei oder eins grosses. Zum Nacht. Und werdet erst in der Verarbeitung kreativer, wenn ihr mit so einem Teig schon mal gearbeitet habt. So, oder? Und ganz weich Teig. Seht ihr, wie der vom Haken flüdert? Sehr weich. Hoppla. So. Öl an die Hände. Haken putzen. Wir rühren ihn fort. Wenn ihr das gerade mit lauwarmem Wasser oder kaltem Wasser antreibt, dann muss der nicht einmal Geschirr spülen. Wenn wir immer von ökologisch und weiss ich nicht was, wenn wir reden, das ist Chromstahl, dann lenkt, wenn man es abreibt, wenn man es gerade macht. Wenn man jetzt in die Stadt geht, wo shoppen wird, dann kritisch. Dann ist der Scheiß nicht mehr weg. So.
wieder schön abputzen. Zeigen. So, hä? So. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, hä? Machen wir wieder schräg. Das mit dem Schräg habe ich also voll noch nie im Griff. Einfach so zum Sagen. Da sieht man, der sieht man. Aber eine gute Freundin hat gesagt, das ist kein Problem, du musst das so machen. Das ist gut, das haben die Leute gerne. Und ich gesagt habe, ich hätte gerne eine Kamera. Oder meine Mami soll ich filmen. Jetzt hat sie gesagt, lass das so, das ist gut. Das passt. Okay. Schalten wir mal den Ofen an. He? Wie viel? 200 Grad. Wenn ihr habt, Unter- und Oberhitze. Wenn ihr habt. Wenn ihr nicht habt, wie ich, Umluft. Sonst Unter- und Oberhitze. So. Das ist jetzt nach 2,5 Stunden. Nach 2,5 Stunden haben wir einen wunderschönen Teig. Schön gegangen. Ich würde sagen, geschätzt, bin ich 2 cm, 3 cm. Also schön gegangen, bis so wenig Hefe. In so einem kalten Haus wie ich. Und jetzt seht ihr auch so als Öl. Sinnvoll ist an der Wand, wenn ihr hier kein Öl habt an das Herd, dann bringt ihr den Teig nie mehr raus. Ich habe es natürlich vergessen beim ersten Mal, darum sage ich es euch jetzt so. So. Jetzt muss man sich etwas überlegen im Vornherein. Was will ich machen für Brötchen? Jetzt tun wir. Vielleicht zur Sicherheit noch mit dem Horn rundherum. Guten Morgen, für alle, die ihr jetzt eingeschaltet habt. Ihr habt alles verpasst. Aber man kann es ja zum Glück nachschauen. So. Jetzt. Ist es von Vorteil, wenn man das Blech bereit hat. So. Ich habe mich entschieden, ich mache 2 grosse Brot. 2. Jetzt tue ich auf Kombination Öl. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Seht man das? Seht man das? So. So. Und ich will arbeiten. Und dann stürzt sich der Teig um. Wenn das funktioniert, ist er nachher so auf dem Tisch. Seht man das? Oh, meine. Alles voll Öl. Und ich muss wieder zeigen. So. Und jetzt schneide ich. Vielleicht können wir das ja noch etwas ausziehen. Also ich habe nachher sicher das bestgefettetste Stativ. Einfach, dass ich das mal so gesagt habe. Wow, so ist gut. Oh, zusammengeht. Aber so wäre es super gewesen. So. Ah, vielleicht muss ich gleich einen Film haben. Auch wenn es so total sympathisch ist. Ja, kann man sich das vorstellen? Den Höhendruck sieht man, alles sieht man, nur den Teig sieht man nicht. Also bringen wir doch einen zusammen. Vielleicht so. Also, jetzt schneide ich den diagonal, schräg,
durch. Kann man sich das Rüebli schon vorstellen? He? Und dann nehme ich das. Und wir mehlen das oben. Jetzt drehe ich das in die Form. So. So. Und dann kommt oben noch mal ein bisschen Mehl drauf. Ui, ist da jetzt ein Kaffee. So, und dann nehme ich das. Tue es mal aufs Blech. Jetzt muss ich euch schnell den Tisch putzen, sonst sieht es ganz schlimm aus. Und der Boden. Welcher Boden? Welcher Boden? Ja, dreckig. Der Boden ist bei mir immer dreckig. So. Jetzt kommt die grosse Schwierigkeit. Jetzt müssen wir ja den Teig noch ein bisschen gehen lassen. Und wir wollen nicht, dass er endlos in die Breite läuft, oder? Jetzt haben wir das so. Drehen wir noch mal auf, dass es nicht so hure breit ist. Und jetzt kann man sich schon etwas vorstellen, wie das wird. He? Ein Tüchlein drüber. Und jetzt brauchen wir Geduld. Was machen wir jetzt, wenn da uhure breit wird, bevor wir es backen wollen? Dann ruggeln wir es noch mal rasch. Das vertreibt das. Weil jetzt tut es sich ja wieder ein bisschen erholen. Und dann kann man nachher gut noch mal ein bisschen zusammen tun. Ich denke, ich lasse das jetzt etwa 10 Minuten noch mal so gehen. Schauen es mal an nach 10 Minuten. Und dann backe ich das. So. Und ich tue es vor dem Backen noch mal minimal in die Form bringen. Also, dass es nicht so breit wird und nur so hoch, sondern dass ich es noch mal zusammen kann. Aber ganz fein, ganz lieb. Wenn ihr wollt, könnt ihr es am Schluss leicht mehlen. Ich habe nicht gerne zu viel Mehl auf dem Brot. Ich weiss nicht, wieso. Ich habe das im Gaumen. Das habe ich nicht so gerne. Und mit dem zweiten Teig werde ich versuchen, kleine Brötchen zu machen. Kleine. Und wenn das dreht ist, sollte das nachher so wurzelmässig, grüblimässig aussehen. Wenn man sich das in etwa vorstellen kann. So. Ich zeige euch das, zeigen, wenn es fertig ist. Es ausprobieren. Schauen, dass es euch nicht zu fest breit läuft. Und sonst lieber fürs erste Mal ein gutes weniger Wasser rein. Maismehl für Brötli. Reines Maismehl. Ich liebe Maisbrötli. Habe ich schon ausprobiert, ja.
Ofen wäre jetzt oben. He? Ist relativ anspruchsvoll. Nimmt mich Wunder, wie es euch geht. Gebt mir Feedback. Zeigt mir die Brote. Ich hoffe, sie werden euch nicht zu flach. Ich hoffe, es mag beim Ofen nur gehen. Sonst müssen wir am Wasser zurückgehen. Aber ich denke, er würde es mögen schlucken, das Pfund. Es wär interessant vom Aroma her, wenn wir es essen könnten. Sonst machen wir kleinere Brötchen. Die sind dann nicht so gross und dann wird es auch nicht so breit. Das ist jetzt wirklich heute mal ein Experiment. Nehme ich Wunder, wie euch da geht, ob ihr zufrieden sind oder sagen, scheisse, ich mache wieder Toastbrot. Weil ich komme ja so herzige Feedback über, wo die Leute sagen, sie funktionieren nicht mehr, die Rezepte. Das hier ist ein schwieriges Rezept, das ist mir bewusst. Das wäre zum Beispiel ideal, um in einer Form zu backen, so weich. Aber wir können da. Maismehl zum Stauben. Wegen dem Aroma vom Essen, dass es nicht so klebt. Nein, aber ist ein guter Tipp. Was man natürlich bei einem Ciabatta nicht erwarten kann, ist ein 5 cm hohes Brot. Also das ist italienisch, das wird relativ flach. Das ist, da kann man sich nicht ein halbweiss Pfünderchen gestrichen darunter vorstellen mit einer runden Scheibe Brot. Man könnte auch, wenn man sich das nicht getraut, es beim Stürzen gerade aufs Blech tun und einfach gerade schneiden oder gerade so eine Flatte machen. Also einfach, wir können euch da vorstellen, 3 Streifen schneiden. Dann muss man es nicht noch aufarbeiten. Dann muss man es nicht so lange gehen lassen, jetzt wieder, bevor man es backen kann. Dann wäre es schon fast bachbar gewesen vorher. So, also, testet es aus, gebt mir Feedback. Ich zeige euch meins, wenn es fertig ist. Wenn jemand das Rezept noch will, dürft mich anfragen. Testet langsam mit dem Wasser dazu. Testet schauen, wie euer Teig das aufnimmt. Ihr könnt auch weniger Rüebli rein tun. Das ist auch, weil mein Teig war ja super von der Konsistenz vor der Rüebli. Die Rüebli haben ihn sehr, sehr weich gemacht. Dort ein bisschen spielen, wenn ihr euch nicht getraut, nicht so viel Rüebli oder nicht so viel Wasser drin. So, ich wünsche euch einen guten Morgen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt. Wenn ihr Fragen habt, wo in dem Video beantwortet werden, werde ich darauf vermerken. Ich kann auch noch etwas anderes zum Abschluss sagen. Ganz ein grosses Kompliment immer, wie viele Leute mir wahnsinnig nett schreiben für die Rezepte. Also, wir haben wirklich, ich glaube, der Hinterste und Letzte hat das verstanden, wie das jetzt bei mir funktioniert, dass das nicht einfach auf einer Internetseite abrufbar ist, die Mail, die Kopfverteilung, die Rezepte. Und ich freue mich und es tut mir von Herzen leid, wenn ich manchmal nicht noch auf jedes Merci oder so nochmal ein Merci zurückschicken kann. Es sind einfach schlichtweg zu viel für eine Person und mein Mann hat das mit Instagram noch nicht ganz so verstanden. Ich glaube nicht, dass er mir da helfen wird. Also, einfach von mir aus ein recht herzliches Danke für die vielen, vielen lieben E-Mails und die Feedback, die ich bekomme. Habt Verständnis, wenn ich nicht auf alles antworte. Ich wünsche euch einen guten Tag und einen guten und zeige die Bilder und verlinke sie. Tschüss zusammen!